Sie lassen dich also tatsächlich raus. Tja, ich bin mir sicher, wir sehen dich hier bald wieder. Jegliche Nichtbefolgung der Regeln führt dazu, dass Ihnen Ihr Status als geläuteter Mitarbeiter entzogen wird. Jeder behaupten. Tja, du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Nora brennt darauf, mit dir zu sprechen. Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Was stimmt damit nicht? Lassen Sie sich von uns überzeugen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ran. Es verursacht die Interferenzen. Und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus dem Gerät. Dein Verschwinden wurde bemerkt. Wir müssen hier weg. Los, rauf da. Wenn wir noch länger hier bleiben, wird K-Sack uns beide erwischen. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dann weiter vorne. Draußen. Ich habe ihr das Beatlink gegeben und sie ist nicht mehr im Grid. Faith, bist du da? Noah? Ich... Es ist schön, deine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Wir müssen K-Sack von deiner Spur abbringen. Das ist leichter gesagt als getan, Noah. Wir sind offenbar wild entschlossen, Faith aufzuspüren. Darauf sind wir vorbereitet. Faith, du musstest bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, sehen wir weiter. Vorgeht. Sie wollten dich in einen Greyland Food Dog schicken, also musst du dir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich zu einer Flüchtigen.
Aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Hör auf zu nerven, Icarus. Natürlich schafft sie das. Oh, dein Beschluss wird währenddessen kalibriert, Faith. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich, jung, Gesichtstattoo. Sie sind doch ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Dogen hatte sie mit einem gefälschten Blueprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Er könnte uns später noch nützlich sein. Dein Vito ist gerade eingetroffen. Ich schätze, Kasek meint es ernst. Lauf einfach weiter. Warruns können ein bisschen knifflig sein, wenn man sie lange nicht gemacht hat. Aber das legt sich mit der Zeit. Seit du gestampft wurdest, Faith. Krugers ergreift ihn selbst bei Bagatelle. Die Stadt hat sich verändert, seit du gestampft wurdest, Faith. Krugers ergreift ihn selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter. Die Stadt hat sich verändert, seit du gestampft wurdest, Faith. Krugers ergreift ihn selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt. Die Stadt hat sich verändert, seit du gestampft wurdest, Faith. Krugers ergreift ihn selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe beinahe schon Mitleid mit ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus.
Ich habe Karten da gefunden. Keine falsche Bewegung! Einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da Kasek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du die schlägst, Faith. Lass uns anfangen. Sei kreativ, variiere deine Angriffe, um Kasek keine Möglichkeit zu geben, deine Aktionen vorauszuahnen und zurückzuschlagen. Ja.
Zweckfunk ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faith. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Könnten wir nicht die Straße nehmen? Wir gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. Das weißt du ganz genau, Icarus. Ja, ich weiß. Ja, exzellente Kombo. Netter Tritt. Weiter so. Vergiss nicht, deine Umgebung zu nutzen, wenn du angreifst. Ich bin echt überrascht, wie versessen sie darauf sind, Phoenix-Carpenter zu schnappen. Wir können vermutlich von Glück reden, dass sie nicht wissen, wer du wirklich bist, Faith. Sonst stünden die Dinge noch weitaus schlechter. Wieso? Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte der Connors durch, Icarus. Dann weißt du, wieso. Sie unmöglich überlebt haben. Bewegt dich jetzt keine nicht. Dann ist sie tot. Lassen Sie den Aufräumtrupp die Leiche ausgraben. Ich habe Besseres zu tun. Ja, sie hat sie alle ausgeschaltet. Schicken Sie am besten auch ein paar Sanitäter her. Ich bin hier fertig.
Es war zwar ein paar Mal ziemlich knapp, aber du hast dich wirklich gut geschlagen, Faith. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass du Kasek derart verärgert hast. Das ist ja schließlich deine Spezialität. Wir müssen uns in Zukunft vor dieser Spezialeinheit vorsehen. Wie es scheint, haben sie ihr Kampftraining verbessert. Ein neues Versteck organisiert, wenn du weg warst. Du findest uns in der Transitstation Zephyr.
beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du auch dorthin kommst, Faith. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. War's im Knast? Ich könnte es ja nicht ertragen, 2 Jahre lang eingesperrt zu sein. Dann wäre ich lieber tot. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Bam, du blöde Kuh. Nett hast du es hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Das ist lange her. Lass uns später mal in Ruhe quatschen.